den Nachtverboten des heutigen Tages. Der Bruder Plaza, er ist ein absoluter Newcomer, ein Bruder des Hauptorts der Herbers, des Hauptorts der Herbers, Lennet macht sicher derzeit sehr viel Furore als erfolgreicher Bullenvater, einiger sehr hoher nordamerikanischer Töchter geprüfter Bullen. In Deutschland ist er nicht so stark eingesetzt worden, und von daher ist Plaza sicher auch einer der ersten Lennet-Söhne, die hier präsentiert werden. Er stammt aus einer Kuhfamilie, und zwar der Bielefeldischen Rehlinie, aus der ja bereits sehr viele Vererber, wie unter anderem auch José, hervorgegangen sind. Sie sehen auf dem Bild, wie viele hier grün dargestellt Vererber wir schon aus der Familie gehabt haben. Aber die Lorbeeren dieses Bullen gehören nicht ausschließlich in die Bielefeld, sondern mehr noch der Westbrook Koch GmbH, denn sie ist plötzlich Züchter dieses Bullen. Der Betrieb Westbrook Koch GmbH hat damals, nachdem die Mutter Walzer erfolgreich den Fersenfest bei der OAG absolviert hatte, sie dann als Zweitagskuh von Bielefeld gekauft und dann auch die Anfahrung mit Panel vorgenommen, und somit ist der Betrieb Westbrook Koch GmbH, der erfolgt das Verlosungsgeld, auch Züchter dieses Bullen Plaza. Sie sehen hier im Bild die Mutter, Reizer und auch die Urgroßmutter, die Johann-Dr. Weintraub, das ist eine Romeo. Und beachtlich ist sicherlich, dass die Mutter Reizer nicht nur eine erste gute Adaption gemacht hat mit einem Fersenfestergebnis, was sie quasi damals noch in unserem System als zweifache Mutter anerkannt hat, sondern sie hat in nur 5 Adaptionen, Sie sehen das ja aufgeführt, bereits eine Lebensleistung von über 90.000 Kilogramm erreicht, die ist nach wie vor im Team Westbrook Koch GmbH. Und ich denke, wenn alles gut geht, wird es nicht mehr allzu lange dauern, dass sie auch in die Liga 100.000 Liter Kühe vorkommen. Was nun die Vererbung des Bullen Plaza angeht, sehen Sie im Katalog und auch hier auf der Leinwand, das ist viel, es ist bislang ein rein gelohnter Zuchtwert. Nach diesem gelohnten Zuchtwert war und ist Plaza immer unterhübscher Lennet, der eigentlich auch gerade was das Exterieur angeht, ein relativ komplettes Vererbungsprofil aufzeigt. Wir waren eigentlich bei der Auswahl durchweg überrascht von der Einheitlichkeit der Plaza-Töchter, die doch insgesamt nicht nur die Länge und immer gut gelagerte Flächen zeigen, sondern auch überraschend die Wegstücken mit den sehr lang gut angesetzten Häusern. Und auch in unserer Länge, wenn man sich auf den Feldzügen und besonders richtig hinschaut, denken wir, dass er mit Plaza durchaus hier eine zufriedenstellende Vererbung aufweist. Die bisherigen Einsatzleistungen und Einstufungen von Plaza bestätigen das auch in gleicher Weise. Gerade in puncto Eiweiß-Gesamtmenge sind sie deutlich über Stationsmitteln und auch die allerbesten Bewertungen. Das waren allerdings schon 5 Einstufungen, zeigen eigentlich in einem Nachbarnsbereich gleich überdurchschnittliche Werte oder heute sogar deutlich überdurchschnittliche Werte. Insofern können Sie sicher gespannt sein, was der Bruder Plaza dann bei der Grillzuchtentschätzung mit dann wirklich ausreichend Töchterinformationen für einen Zuchtwert bekommen wird. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass er dann ein serielles, genomisches Ergebnis durchaus sehr gut bestätigen wird. Vielen Dank.